Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich ein neues Degusta-Box-Unboxing für dich. Denn die Box ist bei mir eingetroffen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Februar hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist eine schwere Box, die 5 Kilo, glaube ich, wiegt. Jedenfalls stand das da gerade auf dem Versandlabel drauf. Es ist eine Foodbox, die ist gefüllt mit 10 bis 15 Produkten aus dem Supermarkt, sage ich mal. Ne? Und da wir ja aktuell in allem Möglichen wirklich sehr strikt dran vorbeilaufen, weil wir uns nur das holen, was wir so kennen, die meisten, ne? So wie ich das so aus meinem Umfeld kenne, einfach um schnell rein, schnell raus aus dem Laden, finde ich diese Box einfach nochmal ein bisschen irgendwie inspirierender, um auch mal was Neues zu entdecken. Hier sind aber auch so Basic-Produkte drin, dass du auch mal ein Aufbackbrötchen drin hast. Du hast ja auch mal Chips mit drin und sowas, ne? Finde ich total klasse. Salzstangen hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit dabei. Und wir haben es jetzt 18.54 Uhr am 14. Februar. Ich denke, dass ich morgen das Video auch noch online stellen werde. Genau, und ich habe Hunger, definitiv. Und deswegen bin ich bewaffnet mit einem Messer, mit einem Löffel und einer Schere, um jetzt die Box aufzumachen und auch die diversen Tüten, die hier drin sein werden. Ich bekomme die Box in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier zu zeigen, denn aus einem regulären Abo, was ich gehabt habe, ist halt eine Kooperation entstanden, weil denen gefallen hat, was ich gemacht habe. Vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Box-Team und deswegen darf ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht wie immer unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Genau, also wie gesagt, monatlich erscheint die. Hat immer so dieses Format, ne? Es gibt auch dann immer zum Jahresende den Degusta-Box-Adventskalender. Jetzt bald gibt es auch die Degusta-Box-Cold, beziehungsweise die gab es letzten Monat zu kaufen und die werden jetzt demnächst versendet. Da bin ich auch super gespannt drauf. Das ist die zweite Degusta-Box-Cold, die die gemacht haben, sprich wirklich eine gekühlte Box. Und da waren auch letztes Mal schon richtig geile Sachen drin. Da bin ich sehr, 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 sehr erfreut drüber, dass ich die auch bekommen darf. Und ja, wir werden hier natürlich auch ein bisschen was aus diesem Ding hier verkosten. Wie gesagt, es ist sehr groß und es ist sehr schön gefüllt mit leckeren Sachen. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht meinen halben Tisch abräume und dass die Box nicht gegebenenfalls runterfällt. Aber ich glaube, wir tricksen die Schwerkraft hier ganz gut heute aus. Wir haben hier so ein Butterbrotpapier, was einfach so drum zugeschlagen ist. Glasprodukte sind entsprechend eingepackt. Alles andere ist halt hier sehr verpackungssparend drin. Also ich hatte bisher noch nie das Problem, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Deswegen, ne, also von meiner Warte aus ist alles wirklich gut. Genau, aber die achten schon drauf, dass die hier auch eine gute Verpackung haben. Zum einen jetzt nicht so Plastikverpackungskram, weil die Produkte haben genug Plastik mit drin. Und zum anderen halt auch wirklich, dass nichts kaputt geht. Finde ich ganz gut. Klatsch, das war der Stuhl. Ich gucke gerade. Ich habe wahrscheinlich die Box von der falschen Seite aufgemacht, kann das wohl sein. Denn ich habe hier gar keinen Flyer drin, wo drin steht, was drin ist. Aber das ist nicht schlimm, vielleicht stoßen wir da nachher mal drauf. Was ich hier auf jeden Fall oben drauf habe, ist ein bisschen Werbung. Tails.com, okay, ja, Hundefutterwerbung in einer Foodbox, finde ich witzig, um ehrlich zu sein. Besser Naschen Neo, also von Neo hatten wir auch schon öfters Riegel hier mit drin, das finde ich ganz lecker. Proteinriegel sind das, die esse ich gerne so als Ersatzfrühstück, sage ich mal. Ne? So, hier sehe ich aber etwas und das muss ich direkt rausnehmen. Das wird mein Freund bekommen und das werde ich jetzt auch nicht probieren, weil ich nicht so gerne dunkle Schokolade mag, aber er mag richtig gerne Kinderriegel. Und wir haben hier die Variante Kinderriegel Dark and Mild. Also das ist dunkle Schokolade mit Kinderriegel und das wird er feiern. Ne? Das ist voll sein Ding. Und da will ich ihm keins von den 10 Stück hier wegnaschen, weil ich nicht so gerne dunkle Schokolade mag. Und dann lasse ich ihm lieber 10-mal die Freude, als dass ich einmal sage, mag ich nicht so gerne und er dafür nur 9-mal die Freude hat. Finde ich jetzt einfach mal ein bisschen so, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, ob Kinderriegel das auch schon mal als weiße Variante hatte. Also Duplo gab es schon als weiße Variante, aber Kinderriegel glaube ich nicht, ne? Und ich mag ja super gerne weiße Schokolade. Aber das finde ich schon mal richtig cool. Das ist was für meinen Männe. Genau, das ist nämlich halt auch die Sache, normalerweise, genau, hier steht es auch auf dem Klebi, öffnen, freuen, genießen und teilen. Das mit dem Teilen sollte man halt auch wirklich sich zu Herzen nehmen, denn du hast hier viele Produkte drin, die halt sehr bunt gemischt sind. Ne? Du hast auch, also natürlich die Basic-Produkte, aber auch so richtig krasse Neuheiten. Das heißt, du musst auch so ein bisschen affin sein, auch mal was Neues ausprobieren zu wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du es nicht bist, dann vielleicht dein Mensch, der mit dir zusammen in einem Haus wohnt oder so, ne?
Genau. Hier habe ich etwas drin, was man gegebenenfalls heute Abend machen kann. Mal gucken. Von Yucca Loca, Maniok, Yam, Cassava oder wie man in Südamerika sagt, Yucca. Ich kenne nur Yucca Palm, muss ich sagen. Glutenfrei und vegan. Und das hier ist so ein richtiger Snack. Also, nee, so ein richtiges Essen. Weil das sieht man hier vielleicht auch. Das ist hier so drin, wie wenn man manchmal so im Kühlregal bekommt man das auch. So schon fertige Bratkartoffeln oder sowas, ne? Aber das scheint nicht gekühlt werden zu müssen. Du kannst daraus eine leckere Manioksuppe machen. Oder du kannst es einfach in ein Sieb geben, abwaschen. Nee, abtropfen lassen. Mit Leitungswasser waschen und gut abtropfen lassen. Nicht waschen, wenn sie das Produkt frittieren möchten. Ach so. Und dann kannst du das frittieren. Oder... nicht? Kann man nur frittieren? Ich hätte jetzt gedacht, dass man das auch irgendwie im Backofen machen kann oder so. Weil eine Fritteuse haben wir jetzt so nicht mehr. Die haben wir mal irgendwann verbannt, weil wir sind irgendwann dazu übergegangen, wirklich alles zu frittieren, Leute. Und damit meine ich nicht nur Pommes. Wir haben irgendwann sogar Schokoriegel in Bierteig gemacht und dann frittiert. So wie man das in, ich glaube, Schottland auch macht. Da muss ich mich aber nochmal informieren, ob man das vielleicht nicht doch sogar in einem Backofen machen könnte. Nicht zu viele Manioks auf einmal frittieren, um Hitzeverlust zu vermeiden. Ja gut. Ja. Ne? Aber spannend. Definitiv. Finde ich ganz witzig. Also das sind halt diese Produkte, wo es ein bisschen weg von Basic und hin zu, wir probieren mal was Neues ist. Hier habe ich dann auch die Neo-Riegel, die uns schon präsentiert wurden. Only 1 Gramm Sugar per Bar. Genau, die habe ich schon ein paar Mal gegessen. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Also bei Proteinriegeln hast du halt immer das Ding, dass die gerne auch mal ein bisschen mehr im Mund werden, ne? Also dass du quasi nicht dieses saftige von einem richtig geilen Schokoriegel oder wie auch immer hast, ne? Wenn ich das mal so sagen darf, mit enorm viel Zucker und Rampampam. Bei denen ist aber das Positive, dass die halt diesen Puffreis da drin haben. Das heißt, das Ganze ist dann halt nicht ganz so komprimiert, ne? Das ist eigentlich das Positive an diesen Neo-Riegeln. Und ich denke, dass ich mir das jetzt in den nächsten 3 Tagen einfach zum Frühstück genehmigen werde. Das müsste eigentlich hinkommen. So, hier habe ich jetzt noch was. Das sind so Brotsnacks. High-Protein-Brotchips, also das finde ich auch interessant, warum mit so viel, ne, mit Protein, Knoblauch, mehr als Brotchips. High-Protein, 22,5 Protein pro Packung, 100% lecker, arm an gesättigten Fettsäuren und das hört sich für mich schon mal ziemlich lecker an. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach das so zwischendurch snackt oder mit Knoblauch vor allem, ne, im Homeoffice ist alles möglich, oder dass man sich das irgendwie, in so Kräuterquark reindippt oder so. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Und ihr merkt, mir läuft das Wasser immer zusammen. Ich will die probieren. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Sieht aus wie Mini-Zwieback, ne? Das ist ja süß. Aber da sieht man auch richtig, dass da irgendwie so was Kräuteriges noch mit drin ist. Weiß ich jetzt nicht, was es sein soll. Wohl nicht der Knoblauch, oder? Boah, lecker. Das ist Petersilie. Relativ dezent im Geschmack, aber angenehm. Nicht so fettig, wie man das sonst so von Brotchips kennt. Ich mag die wohl. Ja. Ja. Gut. Das finde ich klasse. Vielleicht gibt es das heute Abend. Uncle Bens Milchreis. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit drin. Perfekt in 5 Minuten ohne künstliche Konversierungs- und Farbstoffe. Als wir das letzte Mal gemacht haben, sagte mein Freund, naja, was ist jetzt der Unterschied zu dem, dem Milchreis, den man so normalerweise im Kühlregal kaufen kann? Naja, zum einen, den hatten wir da, den anderen nicht. Und zum anderen, den hier musst du nicht kühlen. Ich weiß nicht, wie da preislich auch der Unterschied ist, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz nice. Und Zimt und Zucker hat man auch zu Hause. Ich glaube, wenn ich den gleich in die Mikrowelle mache, dann freut mein Freund sich auch, dass man sagen kann, okay, da haben wir ein nices Abendbrot einfach mal so. Ja, ich weiß gar nicht. Also wir hatten das letztes Mal auch aufgeteilt einfach auf 2 Schälchen, ne? Auf 2 Portionen. Ich glaube, normalerweise nimmst du das eigentlich eher so für eine Portion. Aber zum Abendbrot, wenn man mittags ja auch schon groß gegessen hat, ist es okay. Und deswegen, also ich finde es klasse, dass es mit drin ist und ich denke, dass es das heute Abend geben wird. Denn Zimt und Zucker haben wir immer da. Ja. Und danach können wir uns das hier gönnen. Na, wohl eher ich, weil mein Freund das nicht so gerne mag.
Snacks Quinoa Chips, Tomate und Petersilie. Oh, das hört sich lecker an. Mm. Glutenfrei, nicht frittiert, natürliche Zutaten. Also das sieht wirklich lecker aus, oder? Oh, ich mag ja auch gerne Quinoa. Das ist ja auch ein bisschen natürlicher, das Ganze. Zählt auch, glaube ich, zu diesen Superfood-Geschichten. Und da probiere ich mir jetzt einfach mal ein. Und heute Abend vom Fernseher wird es dann zu Ende gesnackt. Ja, du siehst den Chip auch direkt an, dass es jetzt nicht irgendwie groß frittiert oder so ist, weil du halt nicht dieses typische Fettige da drauf hast. Die Oberfläche erscheint sehr trocken, glänzt nicht so, aber es sieht sehr, sehr lecker aus. Riecht auch angenehm mit diesem Tomate-Basilikum war das, ne? Tomate-Petersilie. Mhm. Boah, sehr intensiv. Mhm. Also, dass Tomate und Petersilie in Kombination so gut schmecken, hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise gehört zu Tomate ja Basilikum, ne? Hm. Aber das schmeckt mir. Ich bräuchte schon dazu was zu trinken, wenn ich ehrlich sein darf, weil das doch sehr trocken ist. Aber wahrscheinlich auch dementsprechend etwas sättigender. Finde ich eigentlich ganz lecker. Ne? Ja, was zu trinken haben wir hier auch zuhauf drin, wenn ich das hier gerade so richtig sehe. Das finde ich ganz cool. Ich nehme mal das erste hier raus. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch drin. Das ist einfach ein Wasser. Landpark, Bioquelle, naturell, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure. Das ist einfach Wasser. Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres. Wir haben hier noch so ein Ding drin. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Landpark, Bioquelle, sanfte Apfel. Nee, sanfte Apfel hatten wir, glaube ich. Nee, das hatte ich in der Beauty-Box drin. Genau. Und das schmeckte ganz lecker. Ohne Kohlensäure. Muss auch nicht schütteln. Ich schüttel sowas eigentlich immer, ne? Aber ich das Apfelding, das möchte ich jetzt mal probieren. Ne? Prost. Hm? Ich erinnere mich, ich habe Blitze im Haar. Mein Freund hatte auch das probiert und sagte auch zu mir, das schmeckt wie lascher Apfelsaft. Aber ja, sanfter Apfelsaft halt, ne? Steht ja auch drauf. Aber ich mag das ganz gerne, weil ich bin nicht so der Fan davon, wenn ich Fruchtsäfte trinke, dass sie so irre sauer sind. Das mag ich einfach nicht. Da kriege ich, ne? Bauchweh von, um das mal so zu sagen. Und ja, sowas finde ich ganz angenehm. Mhm. Mhm. Bio-Erfrischungsgetränk mit sanftem Apfelgeschmack ohne Kohlensäure. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Genau, so. Ich stelle das hier ohne Scheiß gerade so hübsch hier hin. Und keiner kann es sehen. Naja, dann schiebe ich das mal so, dass ich da noch was zupacken kann. Okay, hier haben wir Schoketten drin. Oh, sowas finde ich ja auch nice, ne? Das ist Sorte des Jahres, hergestellt mit Lotus Bischof. Oh, die kenne ich, als ich damals in der Ausbildung war. Hatten wir diese Kekse von Lotus Bischof, immer genommen, wenn dann so Besucher kamen, ne, und man dann eingedeckt hatte. Also ich habe ja Industriekauffrau gelernt und dann hat man das immer dann so dazugelegt. Das waren immer so kleine, einzeln verpackte Keksdinger. Ja, und das ist jetzt quasi damit zusammen. Boah, ich mag sowas ja eigentlich wohl ganz gerne. Das ist quasi dann auch so ein ganz kleines bisschen keksig wahrscheinlich. Ach, guck mal, man kann dieses Lotus Bischof auch als Glas sich kaufen, als Brotaufstrich. Ja, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu krass, ne? Weil das hat ja auch so einen leicht zimtigen, nicht unbedingt, aber so eine Unternote, ne? Nennt man das so, Unternote? Mit Karamellgebäckfüllung. Ja, also das würde ich mir jetzt nicht unbedingt als Aufstrich holen. Wenn ich das mal irgendwo dabei habe, dann würde ich das wahrscheinlich probieren. Aber ich denke, dass es schon sehr, sehr süß sein wird. Übrigens, Schoketten finde ich immer ganz nice. Das erinnert mich auch immer wieder an meine Großeltern. Die hatten nämlich damals auch Schoketten bei sich stehen. Weil du die halt wirklich einzeln hast und dann nicht die Tafel zerbrechen musst, kann man sich einfach in so ein Ding nehmen. Man kennt Schoketten. Ja. Oh, das hat auch ein bisschen Biss dazwischen, ne? Hm. Das mag ich. Die Schoketten, die gönne ich mir heute Abend, genauso wie die... Also viel von heute, ne? Und die Quinoa-Chips dazu. Hm, aber süß und salzig. Ass rein. So, hier haben wir was dabei. Dessertsoße, Vanillegeschmack, zweimal von Kati. Mhm. Das machst du einfach zusammen mit 200 ml kalter Milch. Und dann hast du Dessertsoße. Das finde ich geil.
Das ist ja voll meins, ne? Ich habe mich so die letzten Male auch ein bisschen darüber mokiert. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir hatten ab und zu mal einen Fix dabei. Ne? Das fand ich blöd, das hat mir nicht gefallen, weil du da halt wirklich dann auch für ein Gericht die Sachen organisieren musst und so weiter. Aber wenn man hier einfach für eine Dessertsoße nur Milch dazu geben muss, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ne? Haben wir zwei Stück von und ich weiß gar nicht. Fun Fact. Ich glaube, wir haben noch einen Notfall-Apfelstrudel bei uns in der Gefriertruhe. Denn es war tatsächlich so, aber es ist schon lange vor Corona gewesen, dass ich meinem Freund gesagt habe, als wir dann einkaufen waren, so, oh, wir müssen noch unbedingt einen Apfelstrudel mitnehmen. Und er sagte, hä, warum sollen wir einen Apfelstrudel mitnehmen? Ich sage, ja, falls dann irgendwie mal, keine Ahnung, unangemeldet unsere Eltern vorbeikommen, ne, wie auch immer. Weil, ohne Witz jetzt, ne, vor Corona ist das ständig bei uns passiert. Und ich mag das nicht, wenn ich dann keine Kekse oder keinen Kuchen oder sowas da habe. Und wenn die dann zum Kaffee und Kuchen kommen, habe ich einfach gerne was da. So, deswegen haben wir den Notfallapfelstrudel geholt. Und dann hätten wir auch noch eine Notfall-Dessertsoße gebraucht. Und das wäre jetzt tatsächlich optimal gewesen, weil die kannst du ja kalt anrühren, ist ja easy peasy. Ne, dann läuft das ja. Deswegen wird es dann wahrscheinlich demnächst bei uns Apfelstrudel mit Dessertsoße zum Abendbrot oder so mal geben. Hätte ich ja keine Probleme mit, ne? Ich bin ja so eine ganz Süße. Okay, dann habe ich hier noch was, habe ich ja eben erwähnt, ne? Wenn das so Glasdinger sind, dann haben die das nochmal intensiver eingepackt. Das ist von Little Lunch. Das finde ich schön. Lieblingssoße, Tomate, Klassik. Und das ist auch super easy. Nudeln hat man ja meistens irgendwie zu Hause und dann nimmst du dir einfach diesen Little Lunch, machst die Tomatensoße dazu und fertig. Das war auch gestern so, dass dass ich mittags keine Lust zu kochen hatte. Und da habe ich zu meinem Freund gesagt, ach, notfalls, ne, nee, Quatsch, unsere HelloFresh-Box ist nicht gekommen. So war das. Und da habe ich gesagt, ach, ist nicht schlimm, dann machen wir uns notfalls einfach Nudeln mit Soße oder so. Und dann sagte er, grünes Pesto ist aber keine akzeptable Soße. Okay, Gott sei Dank kamen die dann doch noch und haben uns das gebracht, deswegen konnten wir dann auch kochen. Aber ja, das hätte dann quasi, das ist jetzt unsere Notfall-Tomatensoße. Und da hat uns, hätte ich das gewusst, ne? Die Gusta-Box kam tatsächlich auch gestern oder sogar schon vorgestern bei mir an. Da hätten wir dann Tomatensoße gehabt, Leute. Mit frischen Tomaten und Basilikum und Little Lunch. Die waren ja, glaube ich, auch mal bei der Höhle der Löwen. Und genau, da habe ich mir auch letztes Jahr oder so schon mal bei Rossmann, kann man ja in dieser Food-Bio-Abteilung gedönsen, diese Little Lunch-Dinger, diese Gläschen sich holen. Und die haben da auch so Suppen. Und die fand ich total praktisch, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, also wenn ich auf der Arbeit bin und einfach mal nicht zum Kochen mit, also zum Essen mit dabei habe, weil wir nicht gekocht haben. Oder es ist halt der Tag in der Woche, wo wir nicht für gekocht haben, weil einen Tag in der Woche kochen wir nicht. Ne? Dann hätte man einfach sowas da gehabt. Deswegen Little Lunch kenne ich und mag ich auch sehr gerne. Hey, heute bin ich in Laberstimmung, Leute, ne? Okay, hier habe ich etwas Interessantes drin. 4x 180 Milliliter Milchtrink-Schoko. Auch das ist was für meinen Freund. Viel, also ich weiß nicht, was die jetzt alle mit ihren Proteingedönsen haben, ne? Sollen die Leute jetzt irgendwie, wenn die zu Hause sind, sich mit Protein vollknallen, damit man irgendwie halbwegs gesund erscheint? Ich weiß es nicht. Viel Protein, Omega-3, Vitamine, Eisen, Jod, keine Laktose, Brain-Formel. Okay, und das ist Nick? Okay, Nick. Was hast du denn Drinkfit? Ist ja wahrscheinlich eher auch was für Kinder so gedacht. Von der Verpackung her würde ich das so denken. Aber gut, ne, ich bin erwachsen und wir haben keine Kinder zu Hause. Dann lassen wir mal das Kind in Claudi raus. Wenn du mich aufschneidest, begleite ich dich gerne. Was? Und dann kannst du dir so einen Nick irgendwo hinpacken. Nee, danke, das muss jetzt nicht sein. Und das sind Trinkpäckchen. Das finde ich aber cool. Sind mal etwas andere Trinkpäckchen. Ja. Auch das wieder, ne? Eher was für meinen Freund, weil der halt total auf so Schoko-Gedönsen steht. Aber ich gönne mir das jetzt einfach mal. Das sind natürlich, selbstverständlich, Papierstrohhalme. Ja. Jetzt muss man das vorher schütteln. Mache ich jetzt einfach mal. Aber ich glaube nicht, dass ich was absetze. Ist ja meistens immer sehr gut. Papiertrinkhalm steht hier auch drauf. Mhm. FSC-Mixkarton. Ja, Leute, es ist ein Trinkpäckchen mit Schoko. Warum schreibt ihr hier so viel gesundes Kram drauf? Ich verstehe das nicht. Okay, vorher gut schütteln steht übrigens hier dann doch drauf. Dann mache ich das doch mal. Aber diese Form finde ich sehr interessant. Das ist mal was ganz anderes, ne? Diese Tuben-Päckchenform. Ja, damit sticht man auf jeden Fall raus. Ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt praktisch, das so in ein Regal zu stellen. Aber kann man mal ausprobieren. So.
kriege das ja immer gut hin, dass ich, wenn ich oben den Strohhalm reinstecke, dass ich den entweder hinten wieder rauskriege oder dass ich mein halbes Zimmer unter Kakao setze. Probieren wir mal. Ohne Laktose, das laktosefreie Milch, ist es damit Sojamilch? Schmeckt soweit so gut, ne? Also, aus Laktose reduzierter Milch mit 0,6% Fett im Milchanteil angereichert mit Vitaminen und Spurenelementen ultra hoch erhitzt. Laktose reduzierte Milch. Ja, guck mal, hier steht auch was mit Haferfaser, Leinöl, das bekommt Sammy aktuell in sein Futter eben noch. Zitrusfaser. Also es ist quasi eine Milch auf Haferbasis, also dann eher doch was für mich. Also sowas kann man, ne? Ich weiß ja nicht, wie das so heutzutage in Schulen funktioniert, sofern sie denn mal aufhaben. Und hier sind drin 180 Milliliter und 62 Kilokalorien hast du pro 100 Milliliter. Heißt ungefähr 120 oder 100 Kilokalorien pro Trinkpäckchen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich finde es auf jeden Fall lecker. Und ich glaube, Milch hat doch per se viel Protein, weil viel Eiweiß, oder? Warum schreibt man sowas extra da drauf? Das verstehe ich nicht. Aber gut, es ist halt ein Trinkbäckchen, das schmeckt gut. Gut, es geht noch weiter, Leute. Ich bin auch sehr begeistert. Und zwar haben wir hier von PowerX System Enjoy Protein. Ey, voll die krasse Proteinbox, ne? Wahnsinn. 25% Protein Pearls. Boah, ey, so ein Zungenbrecher. Mit natürlicher Süße. Salty Peanuts. Das hört sich nach etwas an, was ich sehr gerne mag. Kokos, Mandel, Salty Peanuts steht hier drauf. Kokos mag ich gerne essen, das ist überhaupt kein Problem. Ohne zugesetzten Kristallzucker, mit wertvollen Ballaststoffen, ohne Konservierungsstoffe und Aromen. Ja, der leckere Snack aus natürlichen Zutaten mit deiner Portion Protein zum Naschen für unterwegs oder auf der Arbeit. Enjoy. Okay, 100 Gramm enthalten, 379 Kilokalorien und hier sind 90 Gramm drin enthalten. Die habe ich mal eben so weggeatmet, wahrscheinlich. Vor allem, wenn ich im Homeoffice sitze und diese Dinger neben mir stehen habe. Da achte ich gar nicht drauf. Dann sind die so schnell weg. Aber gut. Ja, das sind einfach so Bällchen. Die sehen ein bisschen aus wie kleine Pralinen, ne? Wenn du da eine schöne Verpackung irgendwie drum machst, ne? Ja, das ist eine Praline. Jo. Salzig von außen, aber nur ganz dezent. Das geht. Dann wie Erdnussbutter. Wird aber schon ein bisschen mehr im Mund, ne? Also ich würde fast sagen, wie so ein Proteinriegel, nur halt in Kugelform. Aber dadurch, dass sie so klein sind, ist das vollkommen in Ordnung. Auch hier oben wieder verschließbar. Ist auch sehr praktisch, weil die so saftig sind, ne? Sonst trocknet das so schnell aus. Hat aber einen merkwürdigen Nachgeschmack, um ehrlich zu sein. Deswegen musste ich auch gerade nachtrinken. Nicht ganz hundertprozentig Weiß. So, jetzt habe ich hier noch ein Produkt drin. Dann begebe ich mich gleich mal auf die Suche nach dem Flyer. Und zwar haben wir auch ab und an, und das finde ich ziemlich cool, so einen Saft noch mit dabei. Das ist aber halt auch etwas, was ich mir gerne dann für dünn trinke, ne? Weil das ansonsten, wie gesagt, mir auf den Magen schlagen könnte. Granini, Trinkgenuss, Himbeere, Maracuja, Apfel. Hört sich super lecker an. Und schaut so aus. Das ist halt eine komplette Größe. Und wegen sowas ist dann die Box halt dementsprechend auch ganz schön schwer. Ganz schön viel zu trinken dieses Mal mit dabei gehabt, oder? Finde ich jetzt persönlich schlimm, weil normalerweise haben wir hier bei uns zu Hause auch keine wilden Getränke oder sowas, weil wir einen Soda-Stream haben. Das heißt, da haben wir dann unsere Sirup-Dinger und dann war es das. Aber, oder halt die Waterdrop-Produkte, ne? Aber dass wir so Getränke, sowas uns im Laden holen, machen wir eher selten. Ich probiere das mal. Auf den Kakao drauf. Das ist spektakulär hier. Das schmeckt mild. Das schmeckt angenehm mild. Das mag ich. Das schmeckt echt gut. Diese Kombi aus Himbeere und Maracuja ist ganz geil. Du wirst ja hauptsächlich Apfel drin haben. Auch wenn es hier oben natürlich an letzter Stelle steht, wird es wahrscheinlich bei der Zutatenliste an allererster Stelle stehen. Ja, nach Wasser. Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Genau, und dann kommt der Zucker und dann kommt der Rest vom Schützenfest. Aber schmeckt ganz lecker. Doch, das mag ich wohl. Die wird hier auch aufgegessen, aufgetrunken. Und jetzt schaue ich mal, wo der Flyer... Der ist gar nicht dabei. Naja,
Muss ich mal gucken, dass ich euch die Preise irgendwie anders raussuche. Ansonsten wundert euch nicht, falls ich keine Preise eingeblendet habe. Ich gucke mal in der E-Mail, die ich bekommen habe, denn ich müsste eigentlich eine E-Mail bekommen haben, dass sie die Degusta-Box weggeschickt haben. Dann schreiben die nämlich meistens noch die Produkte mit rein. Kann aber auch sein, dass, weiß ich nicht, normalerweise haben wir nämlich immer so einen DIN A4 Flyer, wo die einzelnen Produkte aufgeführt sind, gegebenenfalls Produktvariationen mit dabei sind. Und dieses Mal fehlt der. Aber na, das ist nicht schlimm, es war lecker, es hat mir gut gefallen. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht den Gesamtwert der Box hier einblenden kann, ich schreibe euch den nachträglich, wenn ich irgendwie ne, den noch herausfinden kann, in die Infobox mal mit rein. Ich finde schon, dass die Box sich lohnt. 15,99 € kostet die ja im Monat. Mit dem Code, den ich euch eben eingeblendet habe und den ich euch auch in die Infobox reingepackt habe, sparst du. Man hat hier einfach mal so eine bunte Auswahl und es macht auch Spaß. Wie gesagt, du hast hier Basic-Produkte drin, du hast hier ein bisschen was Außergewöhnlicheres drin, Snacks, aber halt auch Grundnahrungsmittel. Mir gefällt das. Und das hätte ich die Kooperation nicht, würde ich trotzdem ganz normal mein Abo weiterlaufen lassen, weil ich das einfach so spannend finde, jeden Monat sich einfach mal so ne, durchzusnacken, was es so gibt. Das ist echt cool. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier auch mit meinem Video. Denkt an die Verlosung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!